Und da sind wir wieder und es geht weiter. So, dann sprechen wir doch mal mit dem kleinen Verbrecher. Oh, bitte, das ist draußen, okay. Badam. Hallo. Man würde meinen, eine Mutter würde ein bisschen nachsichtiger, wenn sie ihr Leben den Göttlichen weiht. Nun, was hat sie gesagt? Saji hatte Schwierigkeiten, euer Gespräch von der anderen Seite des Tores aus zu hören. Sie wird uns helfen, aber wir müssen eine gestohlene Tempelglocke zurückbringen. Du weißt was davon? Gestohlen? Das ist aber nicht genau das Wort, das Saji verwendet hätte. Trotzdem sie zurückzubringen könnte, knifelig werden. Um die perfekte Sprung kaufen zu können, verkaufte Saji die Glocke an einen Skoma-Baron, Basahar den Bullen. Bei diesem Handel waren gewisse Versprecher im Spiel. Und zwar? Saji hat wohl auch erwähnt, dass die Glocke benutzt werden kann, um Dinge zu finden, was durchaus wahr ist. Natürlich hatte dieser keine Ahnung, wie man die Glocke so verwendet. Hm. Basahar war nicht erfreut, als er das erfuhr. Also ist der auch wütend auf dich, ja? Richtig mordlüstern. Saji hat sich angewöhnt, stets zu wissen, wo Basahar ist, um ihm aus dem Weg gehen zu können. Derzeit versteckt er sich beispielsweise im Mondscheingewölbe. So. Wenn wir die Glocke wollen, müssen wir uns reinschleichen und sie zurückstehlen. Na gut, machen wir. Das Mondscheingewölbe ist gleich südlich von hier, unmittelbar an der Küste. Ein schöner Ort für einen Besuch. Wenn man über die Skoma-Händler und die Piraten, die dort herumlungern, hinwegsehen kann. Kriege ich hin. Was ist damit? Das Wasser des Gewölbes ist von Mondlicht erfüllt. Entschuldigung. Viele kommen, um davon zu trinken. Wegen seiner heiligen Eigenschaften, wisst ihr? Wenigstens war das früher so. Jetzt hat ein Skoma-Baron alles übernommen. Er erhebt einen Alleinanspruch auf das heilige Wasser und greift jeden an, der hinkommt. Was will er damit dann? Basahar hat irgendeinen abgedrehten Plan. Wahrscheinlich denkt er, dass die mondbeschienenen Wasser für noch stärkeren Mondzucker sorgen. Klar. Was wiederum für noch stärkeres Skoma sorgt. Doch was weiß Saji schon über Skoma? Mhm. Weniger als man meinen möchte, ja. Wo im Gewölbe kann ich Basar finden? Keine Ahnung. Saji weiß nur, dass er dort ist. Aber Saji hat auf einen näheren Blick bislang verzichtet. Wir werden einfach tun müssen, was Saji am besten kann. Improvisieren. Und ihr habt also die Glocke gestohlen, um das Schiff zu kaufen? Zu Sajis Verteidigung muss man sagen, dass er in jener Nacht eine Menge Dinge gestohlen hat. Woher sollte er denn wissen, dass die Glocke so wichtig ist? Der Tempel hat so viele von denen. Er dachte, dass seine Mutter sie einfach ersetzen würde. Es scheint, dass die Glocke unersetzlich ist. So sagt es Mutter. Aber wie besonders kann denn eine winzige Glocke sein? Saji meint, dass sie ihn nur bestrafen will. Sie lässt ihn durch das ganze südliche Elsweir laufen, um zu zeigen, wie leid es ihm tut. Und das wird er auch. Für die Drachengarde. Doch das heißt nicht, dass er Lust dazu hat. Na komm, dann machen wir das. Erstmal müssen wir aber, wie ich gerade gesehen habe, müssen wir noch irgendwo da hinten hin. Da will ich nicht hin. Ich will nicht zu irgendeinem Krokodil. Drachen. Ich will. Nicht schon wieder das. Müssen wir jetzt echt den Drachen machen? Ich will nicht zum Drachen. Oh, naja, gut. Die nehmen wir immer. Zack. Und was gibt's? Irgendwas Besonderes? Nein. So, wie kommen wir jetzt
Das sieht gut aus für den Drachen. Ich will gar keinen Drachen. Wieso bin ich hier allein? Kann das sein? Kann hier nicht rein. Okay, ich dachte etwas. Hallo? Hey, das will ich nicht. Warum ist hier nur einer? Hallo. Das ist doch ein ganz neues Ding. Warum ist hier nur einer? Oh. Ich fällt gerade noch was auf. Oh oh. Sind anders. Ja. Und Fuß. Ah, oh, doch nicht. Was so? Wow, der ist echt nicht ohne. Dabei wollte ich doch gar nicht ihn krachen. Aber was ist mit dem? Er kann Sachen. Oh. Ah, das ist gut. Das ist schon heftig, oder? Kommst du vielleicht mal wieder runter? Warum seid denn ihr so heftig? Na ja, gut, es sind auch nicht so wirklich viele Leute da, aber... So wenig Ausdauer. Ich meine, wir werden die wohl hinkriegen, aber das ist schwerer als gedacht. Alter Schwede. Dass er so eine allumfassende alle sterben Taktik hat, oder? Oder mag ich das? Oh. Das, ja. Ein Blitzdrache, unglaublich. So, komm runter. Das heißt, schon wieder. Da habe ich was verpasst. Ich bin fast gestorben. Alter Schwede. Ja, ja. Und wieder der Abenteuer-Rucksack. Was gibt's diesmal? Na komm, nehmen wir einfach mal alles. Da haben wir das auch. Aber ich wollte ja eigentlich nicht dahin. Ich wollte. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt dahin? Hallo? So. Da lang. Möglichst weit oben.
ist aber Quatsch. Oder warte. Nee. Nee, wir müssen anders. Ach ja. Alles neu. Da will ich nicht drüber. Ich will da lang. Ah ja. Und jetzt? Na komm, mach keinen Mist. Alles nur nicht runterfallen. Ach Quatsch, da unten ist es ja. Gut, okay. Oh, das war gut. Okay. Das wollte ich. So, jetzt gucken wir mal, wo wir hin müssen. Dahin. Oh, und da ist auch zufälligerweise. Gefällt mir gar nicht. Sollen wir erstmal das da? Dann müssen wir später noch hin. So, dann würde ich sagen. Und jo, oh, fuck. Naja, gut. Wir gehen zu diesem Weg schon. Oh, ja, Entschuldigung. Komm, machen wir uns eigentlich alle weg. Jawohl. So, okay, weiter geht's. Was soll ich nur meinem Onkel sagen? Alles weg. Sein Mondzucker, seine Wache, sogar meine... So. Wo wollen wir jetzt hin? Dahin. So, ja. Da mussten wir noch nicht hin, aber ich habe ja gesagt, wir müssen da auf jeden Fall demnächst hin, also machen wir das jetzt. Zum Glück sind das flache Gewässer. Bin ich mal gespannt, ob wir da ohne weiteres hinkommen. Oh, diese Schilde, die sind so süß. Oh oh, wieder nicht. Ups. Naja, der hat ein bisschen gelitten, ne? Ah ja, da ist ein Tempel. Wir nehmen diese gerade noch mit. Bleib zurück, Fremder. Die Schreine sind geschlossen und das Seewasser abgestanden und dreckig. Normal. Oder seid ihr Teil jenes Syndikats, das das Mondscheingewölbe noch weiter verwüsten will? Jemand entweiht dieses Gewölbe? Ja. Ketzerische Schmuggler und Zuckerzähne. Die sind auf ihren Barken hier reingekommen und haben unsere heiligen Schreine in Skoma-Destillen verwandelt. Jetzt stinken die Wasser nach ihrer widerlichen Ware. Glattrasierte, allesamt. Ist das ernst? Sollten unsere Schreine befleckt bleiben, werden die segnungssuchenden Pilger nur mit saurem Skoma getränkt. Shazar bebt bei dem Gedanken, welche Krankheiten diese verdächtigen Wasser übertragen könnten. Sie müssen von hier verbannt werden. Na ja, gut. Mach ich weg. Srendar hat diesem einen Heiligen geschickt. Um die Untiefe zu weihen, müsst ihr die heiligen Schreine im Mondscheingewölbe suchen und aus ihren Quellen nippen. Die geheiligten Wasser zu schlucken, wird euch mit ihrer Heiligkeit erfüllen.
und das Koma. Dann schicken wir es raus aufs Meer. Was? Ich soll das Wasser trinken? Ganz ruhig, Geschmeidiger. Die sprudelnden Wasser, die aus den Schreinen strömen, sind heilig. Ihre spirituelle Kraft wird euch behüten und es euch erlauben, die Untiefe neu zu weihen. Shazar irrt sich nur selten. Und warum haben die Schmuggler das Mondscheingewölbe übernommen? Um den heiligen Zucker zu stehlen, der sich in den seichten Stellen der Untiefe fängt. Das gesamte Licht, das Ione und Jode auf das Meer scheinen lassen, wird in dieses Gewölbe gespült und vermischt sich mit dem Quellwasser aus unseren Schreinen. In der Untiefe kommt dieses Gemisch zur Ruhe und fängt das Mondlicht in sich ein. Das Gewölbe ist voller gefangenem Mondlicht? Selbstverständlich. Ja, es funkelt wie ein Band aus Saphiren, das auf den Gezeiten dahinsegelt. Ehe das Gewölbe von diesen Gaunern verdorben wurde, brachte es den Khajiit vollkommene Seelenruhe, in den süßen Wassern zu baden. Jetzt rufen die verdorbenen Wasser nur Krankheit und Irrsinn hervor. Was meinst du? Shazar hat Schreie und Rufe aus dem Innern des Gewölbes gehört. Das irre Kreischen von Zuckerzähnen, die sich in die Hysterie aufgepeitscht haben. Das Koma, das diese Sünder verzehren, stinkt nach widerlichem Abschaum. Ist es das, was ich rieche? Sicher. Auch wenn Shazar sich viele Tage durch die Sänge hierher schleppte. Weshalb der Gestank auch von ihm stammen könnte. Katzen stinken nicht, obwohl große Katzen schon. Sitschig. Dann gehen wir da mal rein mit doppelter. Mit doppelter Aufgabe. Die Glocke und das Dings. Boah, durch diesen Ladering hinter meinem Stuhl habe ich gerade gedacht. Ja? Kommt! Saji hat diesen Ort schon als Junges erkundet. Mhm. Er wird schon wittern, wo sich Bazahar versteckt. Ich mache jetzt erstmal das eine. Nein. Bazahar sollte hier irgendwo sein. Ja, ja. Von den Verrückten vermöbeln. Oh, das nervt bei den Begleitern. Ich will Urnen. Ah, komm, dann machen wir es irgendwann anders. Ach, ich gehe einfach mal. Bazahar soll. Ach komm. Oh, schon wieder was kaputt. Was ist denn jetzt kaputt? Dahin.
willst denn du? Erstmal das. Alles kommt hier rum. Reicht jetzt, ja? Gut, danke. Weiter Schrein. Oi. Ach, nein, nein. 5 Schreien. Ernsthaft? Jetzt verstehe ich. Würde ich ja gerne verschonen, aber. So. Ist alles größer als gedacht. Und die Folge ist schon zu Ende. Dann würde ich sagen, nächste Folge.